Jo, überlegen Leichen um. Dann wollen wir da rein. Noch mehr Leichen produzieren. Du, Eigentum. Ja, da sind schon ein paar. Na komm. Achso, das ist nur ein kleiner Kram. Da sollten wir nur hauen, sonst brauchen wir viel zu viele Zaubermittel. Genau. Du. Bist stärker, wollte ich gerade sagen. Da kippt er einfach so eine Sekunde um. Der neue Zauber ist echt super. Also der Verbrennen von Talana. Oh. Ja, okay. So. Genau, weg mit dir. Jetzt werden wir von den Grünen verprügelt. Genau, weg mit euch. Weg. Oh. Da ist was kaputt gegangen. Du. Ja, Rüstung kaputt ist schon mal gar nicht gut. Und da war noch eine Kleinigkeit mit dem Dolch. Momentan hat sie plus 5. 2d2 plus 5. Was machst denn du für Schaden? Plus 8. Also er trifft schon mal häufiger. 2d2 plus 5. 2d3 plus 8. Ja, definitiv besser. So, dann machen wir kaputt. Ja, und mit dem Pixel kriegt sie ein bisschen Lebenspunkte wieder. Das ist wirklich schön. Trotzdem heilen. So, hier ist nur noch einer gewesen. Da ist der andere. Wie kriegen wir dich jetzt auf? Wahrscheinlich von der anderen Seite, hm? Also wir haben ja erst hier im Westen die Gänge überprüft. Im Osten waren wir noch gar nicht. Da wird wahrscheinlich ein zweiter Schalter sein. Na, okay. Du heil bitte nur sie. Wir öffnen jetzt hier nach und nach die ganzen Türen. Gut. Bist du alleine hier drin? Ne, nicht ganz. Aber nichts wirklich Schlimmes, doch. Zwei rote, das sollte man nicht unterschätzen. Du. Kraftheilung. Rundenbasierend. Genau, einfach mal ein bisschen Zauberpunkte verbrennen, ist auch okay. Hauptmann, ja. Du Wunden heilen auf sie. Du haust den Hauptmann. Du verbrennst den Hauptmann für 37? Also den einen Werwolf hat mir für 160 getroffen. Aber gut, so ein Werwolf hat auch vielleicht nicht so viel Feuerresistenz. Wie den ganzen Hahn und so. Oder es war nur Pech. So. Du darfst die Betten durchsuchen. 1700. Ein Schwert im Bett. Du heilen sie und hast doch gleich keine Zauberpunkte mehr. Oh, eine Schatzkammer mit noch mehr Fässern. Das ist schon mal gut. Ich hab's. Oh. Zauberpunkte plus 10 bekommt aha sie. Aha. Oh, das war jetzt eigentlich verklickt, aber na gut. Girugon hat schon eine bessere Stahlrüstung, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh. Okay, so geht das. Nochmal geht nicht. Also immer schön dran denken, Kisten mehrmals öffnen, weil teilweise passt nicht alles rein. Und ja, du hast schon bessere Stahlrüstung. Du hast auch schon ein Himmelsschild. Hast du auch schon ein Himmelsschild? Nein, aber du hast ein kleines Schild, das besser ist als das Himmelsschild. Also kann das da auch weg. Passt du da rein? Ja, gut. Alles ein bisschen stauchen. Stauchen. Dann kann nämlich die Rüstung dahin und die Rüstung dahin. Den Rest müssen wir später gucken. Ah. Kann weg. Aha. Plus 6, du hast plus 9. Mächtiges Breitschwert, plus 10. 3d4 plus 10.
ist definitiv besser als diese Meisterschwerte, die er jetzt gerade hat. Das heißt, du verzauberst das mal bitte. Daumen drücken. Verdoppelt den Schaden gegen Dämonen. Ja, wir können sein Dämonenschwert ersetzen. Dämonentöter kann weg. So, das behältst du erstmal. Weil 3 bis 4 Kälteschaden zu ist mehr als nur ein Schadenspunkt mehr oder 2. Aber gut, Fässer. Orange. Orange bekommst du. Und du sollst den Ring anziehen, bevor ich es vergesse. Intellekt und Charisma. Intellekt. Ausdauer. Ausdauer plus 7. Ja, Ausdauer plus 7 kann erstmal weg. Zauberpunkte sind gerade wichtiger. Du bekommst den Ausdauerring, weil du sonst so schnell umkippst. Okay. Leer, gelb. Was war gelb? Geschick, Geschick. Okay, das kannst du nehmen. Blau war Charisma. Leer, leer. Lila war Reaktion. Leer, orange war Intellekt. Bekommst du mal. Also was Fässer angeht, ist der Dungeon hier super. Sind an jeder Ecke welche. Sollten wir so in einem Jahr mal wieder vorbeischauen. Klicker, klicker, klicker. Oh, Segen ist weg. Du, Segen. Weg mit dir. Grüne, rote. Und irgendwas wieder kaputt bei Lay. Grinst jetzt jedes Mal, wenn sie jemanden haut, weil sie Lebenspunkte zurückbekommt. Sei ein wenig verstörend, Baltalana. Oh. Ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du. Heilen. Ruhig ein bisschen Zauberpunkte brauchen, wir müssen eh gleich schlafen. Überall gehen Sachen kaputt. So, Zauberpunkte sind alle. Aber den Hauptmann kriegen wir auch so kaputt. Geschehen. Komm. Erste K.O. Und das war's. Ach. So, repariert. Dein Schild, deine Rüstung. Repariert. Dein Schild. Repariert. Ist da gelandet. So, Schmuck und dergleichen sind nichts kaputt gegangen. Waffen auch nicht, sehr gut. Kannst du noch eine ganz kleine Heilung? Für minus bist du dann minus 6. Du hast 0 Zauberpunkte. Na gut, dann musst du halt die Betten durchsuchen. Aber du hast kein Glück, deswegen sind 2 Betten leer und das andere hat nur 500 statt 1500 bei Mürren. Nee, er hat halt kein Glück. So, schlafen. Wurden nicht überrascht, das ist schon mal gut. Auge, Fackellicht, Segen. Und die letzte Tür hier auf der östlichen Seite mal öffnen. Also hier müsste jetzt eigentlich der Schalter hinter sein. Und vielleicht noch eine kleine Schatzkammer. Oh. Oder ein Büro. Oh, und einmal Heldentum bitte, sonst machen wir fast gar keinen Schaden. Oder nicht ganz so viel, wie wir machen könnten. Zing. Hallo? Oh, oder ein Gefängnis. War es auf der anderen Seite nicht auch ein Gefängnis? Herr. Da ist der Schalter, den wir brauchen. Vermutlich. Und ich höre Ogre. Wahrscheinlich in dem Gang, den wir gerade aufgemacht haben. Okay. Also zurück hier durch zu dem großen Raum mit den vielen Tischen. Und dann noch irgendwas an Zaubern. Also wir könnten Eile sprechen, aber Eile ist immer so doof wegen dem Müdigkeit nachher. Ich gucke erstmal so. Ich denke mal, wir werden eh ganz viele Zauberpunkte verbrennen. Oh
Und wie wir Zauberpunkte verbrennen werden. Du Feuerball. Da rein. Oh, sie darf nochmal. Sehr schön. Sehr gut. Kleinkram ist tot und wir haben ganz, ganz viele Rotwachen. Und ein Häuptling, aber der hält nicht mehr viel aus. So, ich hoffe mal, wir werden nicht getroffen. Nee, das passt. So, und jetzt haben wir Feuerball keine Chance mehr. Aber wir haben hier immer noch den anderen. Inferno. Und wie die alle heißen. Genau, Inferno. Yeah. Das geht super. Ja, wenn wir ein bisschen Abstand zu der Gruppe haben, kriegen wir alles weggebrannt. Also, außer vielleicht Drachen und Dämonen und so Zeug. So, Glücksfee. Alles looten. Ganz viele Hellebarden, beziehungsweise immer dieselben, die wir auf den Boden schmeißen. Und das hier wird der Thronsaal sein. Ich hab's. Du hast es. 250, 250, ist alles zu sperrig. So, ein großer Thron, ein kleiner Thron mit einem Schalter. Und da ist der Ausgang. Gucke ich nochmal die Wände hier, ob hier vielleicht noch ein Ausgang ist. Oder noch ein Schalter. Aber sieht nicht so aus, okay. Nö, dann mal runter hier. Oh, Kisten, Kisten, Kisten. Sehr gut, du. Ich hab's. Hast es. Ah. Aha. Nix, aha. Nix. 950. Oh. 1200, aber viel zu sperrig. Du musst leider hier bleiben. Ich hab's. Aha. 900, ah. Passt. 760, aha. Passt. 200, passt. Das ist ja nur zwei Felder groß. Nein, oh nein. Du bist nicht Mürren. Ich weiß nicht. Oh. Antikes Amulett der Stärke. Das kann Gero mal ausprobieren. Ein Schlüssel des Drachenturms. Okay. Gerogon. Brief der Drachenreiter. Die Durchführung des ersten Teils des Plans war gute Arbeit. Mit dieser Festung werdet ihr in der Lage sein, Störenfriede aus dem Süden fernzuhalten. Benutzt die Drachenturmschlüssel, um die Drachentürme abzuschließen, und wir werden die Städte erneut überfallen können. Ihr werdet für eure ausgezeichnete Arbeit belohnt werden. Kommt zu unseren Höhlen im Nordwesten, wenn ihr fertig seid, um eure Bezahlung abzuholen. Gesteigerter Wert. Oh, der wird verkauft. Sehr gut. So, Mürrim. Letzte Truhe bitte. Der wird verzaubert, der wird verzaubert, der wird verdickt. So, also, was genau war unser Auftrag hier drin? Tempel der Schlange, nein, nein. Wir haben gar keinen Auftrag hier drin. Okay, ja, wir haben hier Schlüssel für die Drachentürme gefunden. Wer auch immer die haben möchte, soll sich bitte melden. Aber ich glaube, so rum funktioniert das nicht. Also wir wollten ja eigentlich eh den Lord von dieser Region aufsuchen. Vielleicht sucht er zufälligerweise Schlüssel für seine Drachentürme. Also raus. So, Karte sagt, hier war das Dorf, wo wir angekommen sind. Aber das ist nicht das Dorf, wo der Fürst residiert. Also gehen wir jetzt nach Osten, folgen der Straße und gucken, ob hier es einen Knick nach Osten macht. Zing, zing. Und so leicht lässt man sich ablenken, huh? Nur mal kurz gucken, was da drin ist. Und dann verbringen wir da Folgen um Folgen. Aber hey, alle haben Stufenaufstiege bekommen. Wir haben 30.000 Gold und 4 Inventarplätze oder 4 Charakterplätze voll mit Sachen, die wir verkaufen können. Und da ist irgendwas. Da war irgendwas. Oh, du hast überlebt. Au. So. Was ist da hinten? Oh, Harpien. Harpien sind doof. Also zum einen fliegen sie. Das macht sie schwer zu treffen mit Meteoren und Sternenregen und was weiß ich. Und sie können verfluchen.
Das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Und ja, hier ist wirklich eine Kreuzung nach Osten. Und noch mehr Schützen. Der Meteorregen hat keinen umgebracht. Keiner ist ganz schön wenig. So, das da hinten sieht doch gut aus. Das ist ein richtiges Schloss. Was macht ihr hier im Dorf drin? Das ist nicht gut. So, ist hier eine Taverne? Ein Altar. Ein Haus. Lass mich schlafen. Nee, okay, die müssen Wow, hey. Schutz vor Feuer. Das ist jetzt doof, dass gerade sie erwischt wurde. Weil sie halt unsere Heilerin ist und Wiederbeleberin. So, weg mit dir. So, jetzt dürften wir schlafen. Sehr nett, danke. Problem ist auch, wenn wir die Aufgaben jetzt abgeben würden, wenn wir wirklich hier die Aufgabe abgeben können, würde Lager keine Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Also machen wir jetzt eine kleine Pause. In der nächsten Folge laufen wir zurück zur anderen Stadt und wiederbeleben Daley. Also bis gleich.